Anders. Wir passen uns an und das ist auch ganz gut so. Wir haben schon ganz viel erfahren von hinter den Kulissen. Das hat ja auch seine Vorteile. Aber Philipp, trotzdem, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Wann kann gesprungen werden und kann gesprungen werden? Die andere Frage. Ja, als erstes muss man ja ein dickes Kompliment mal machen an die Fans hier, die hier ausharren. Zwar ist die Sonne draußen, aber es ist eine Warterei natürlich, das muss man sagen. Ja, ein Applaus für euch. Und ihr müsst euch auch noch ein bisschen gedulden. Aber das machen wir nicht, das macht die Rennleiter nicht, um euch zu quälen, sondern sie gibt wirklich alles, dass man vielleicht dieses Fenster findet, wo dann wirklich gesprungen werden kann. Wir haben nochmal eine Verzögerung von 14.15 Uhr, der Start verschoben auf 14.45 Uhr. 20 Minuten vorher gibt es dann nochmal die Jury-Sitzung, die das Ganze dann nochmal bewertet, wie es ist. Aber die haben Hoffnung, dass tatsächlich der Wind sich so einpendelt bis dahin, dass dann um 14.45 Uhr vielleicht auch gesprungen werden kann. Leider habe ich vergessen, vor Ort eine Abmoderation zu machen. Deswegen kommt jetzt hier. Das Skispringen ist leider aufgrund von Wind letztendlich ganz ausgefallen. Sonst hätte ich euch gern ein paar Sprünge gezeigt. Ich hoffe, das kurze Video hat euch trotzdem gefallen. Über Feedback in den Kommentaren oder via Like-Button würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.